Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und wir sind immer noch unterwegs an der Grenze. Ihr habt nicht so viel verpasst. In Richtung Rotterdam. Wir haben noch 384 Kilometer vor uns und müssen dort den Bulldozer abliefern, den wir hinten drauf haben. In der letzten Folge haben wir uns schön an einem Hubschrauber vorbeigemogelt. Ich wollte gerade sagen, ist die Hütte im Boden versunken oder muss die so? Ja, und wir kommen jetzt aus Paris. Wir haben ganz schön getrödelt bei der Ausfahrt. Wir haben uns Paris von oben angeschaut, um zu sehen, gibt es da irgendwo Notre Dame, gibt es da irgendwo den Eiffelturm. Wir haben uns Charles de Gaulle von oben angeguckt, also den Flugplatz, um zu sehen, wie ist es gebaut. Haben festgestellt, dass es etwas schade ist, dass bei einigen Städten wirklich so, ich sag mal, die markanten Punkte fehlen. Paris, Eiffelturm und so weiter. Es gibt entweder für die Pro-Mods oder sogar für die Standardkarte gibt es ein Paris Rebuild. Da ist das dann wohl anscheinend alles drin. So, hier haben wir fast wieder die Abfahrt verpeilt. Wenn ihr in der Zwischenzeit Updates verpasst habt, nicht wundern, es sind Vorproduktionen aktuell, weil ich irgendwann in diesem Zeitraum, wo ihr die Videos schaut, nicht da sein werde. Keine Angst, Wohnung wird überwacht, Katze wird gefüttert, ansonsten ist auch eine Kameraüberwachung am Start. So. Kilometer noch vor uns. Aber ich versuche, eure Kommentare zu verwalten. Wie gesagt, ich bin ein paar Tage bei meiner Mutter. Dort war bislang das Internet bzw. die mobile Anbindung nicht so prickelnd. Wir müssen mal gucken, wie sich das jetzt eventuell entwickelt hat. Ob da irgendwas besser geworden ist. Mein Bruder war ja der Meinung, dass sich das Netz dort, so wie er das festgestellt hatte, massiv verbessert hat. Mal gucken, ob das so ist. Ja, dann muss ich mal eine Amazon-Bestellung nachgucken, Mensch. Hatte ich am Samstag bestellt und dann hieß es Zustellung Montag. Kann aber laut Händler datumstechnisch gar nicht hinkommen. Und ich habe von dem T-Shirt, was ich mir letztens gedruckt habe, die Mustervorlage nicht gespeichert. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass ich das nicht gespeichert habe. Ganz ehrlich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich muss da echt nochmal auf die Suche gehen. Weil mir klar war, dass ich unter Umständen... Ja, das war wirklich nur eine Einmal-Sache, wo ich gesagt habe, das machst du jetzt das T-Shirt fertig. Das hast du dann für dich und dann ist gut. So, ein bisschen abbremsen. Alter, und die Zeit vergeht, das ist unglaublich, ne? An dieser Stelle wie immer Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr A, wann es was Neues gibt und B, werdet ihr auch nicht so schnell aus den Neuabonnenten-Algorithmus rausgeschmissen. Macht YouTube gern. Schaut auf meinem Twitch-Kanal vorbei, gleicher Name. Lasst auch dort ein Follow da. Ja, und ansonsten... Was gibt es zu sagen? Wer Lust hat auf RP und LS19,
Chaos Farming, TeamSpeak bewerben, mitmachen. So. Ich habe im Übrigen immer noch nicht geguckt, was es hier bei der 1.38.12 für neue Geschichten gibt. Die 11 war ja dafür da, um die neuen Lackierungen reinzubringen. Die 12 eventuell, um irgendwelche Bugs zu beheben. Ansonsten ist mir jetzt tatsächlich so nichts bekannt. Aber wir warten natürlich alle mit Spannung auf das Iberia DLC, ne? Das muss man ja mal so anmerken. Heißluftballone. Zwei Stück. Und ein Hubschrauber. Und der holt ihn jetzt vom Himmel. Pass mal auf. Nee, tut er nicht. Haben sie auch Glück gehabt. Aber ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ist jemand von euch Ballonfahrer, dass so ein Hubschrauber für so einen Ballon nicht gerade aufregend ist? Dass der ganz schön Wirbel macht, oder? Aber gut, die sind ja noch ein Stückchen weit weg. Aber schön finde ich sowas. Könnte sich so ein Ballon ja mal angucken, wie der gebaut ist. Und das mal machen? Pass auf, das machen wir jetzt mal. Wir stellen uns jetzt hier mal hin. Hier haben wir ja Grenze. So, einmal mit Null aussteigen. Wo sind sie denn? Da ist einer. Fahren wir mit. Also sehr simpel gestrickt. Na gut, man muss ihn auch nur vom Weiten erkennen. Na, hier die Ballonhülle. Bleib mal hängen. Vor allen Dingen, es ist in dem Sinne, wenn man sich das jetzt mal betrachtet. Es ist nicht mal ein 3D-Objekt in dem Sinne. Gut, fahren wir weiter, oder? Warum war mir das klar, dass du mich nicht reinlässt? So. Grenzübergang. Frankreich, Belgien. Ich bin neugierig jetzt in diesen Folgen. War überall reingucken, was sieht man da und. So, und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich vor 2 Minuten so erzählt habe. Das heißt, ich könnte eigentlich nochmal von vorne anfangen und wäre fest der Meinung, ich hätte euch was Neues erzählt. Sehr schön. Man sich so diese Anlagen anschaut, dann könnte man sich echt fragen, ist das schon immer eine Tankstelle gewesen oder waren das tatsächlich früher Grenzübergänge? Also Kontrollstationen zum Beispiel. Wir fahren geradeaus weiter. Belgien. Das hat mich ja damals an Belgien so fasziniert, wo wir nach England gefahren sind mit der 10. Klasse, dass dort die Autobahnen beleuchtet sind. Richtig schön orange. Also das konntest du wirklich sehen, wie so Lichtbänder ging das quer durchs ganze Land. Mittlerweile werden die wahrscheinlich mit Solar befeuert. Da ist ein Kraftwerk.
Wir haben auch tatsächlich viele Challenges von der Karte noch gar nicht bedient. Zum Beispiel die Flughäfen bedienen. Ich glaube, ich habe noch nicht eine Fracht gehabt, die zum Flughafen muss. Atomkraftwerke beliefern. Habe ich, glaube ich, auch erst ein oder zwei Mal gehabt. Vielleicht sollte man sich diese Fracht mal wirklich gezielt raussuchen. Um dann zu schauen. So, 10 Minuten von der Sendezeit sind weg. Dieser Parkplatz ist für uns passé, weil wir nicht müde sind, weil wir tanken könnten. Bevor es wieder zu spät ist. Machen wir die Hütte mal voll hier. Viel rein geht hier in den Tank auch nicht, war 500 Liter oder was? Oder 600? Könnte meines Erachtens auch mehr sein. Oh, eine blöde Auffahrt hier, ne? Irgendwie ein Einfädelungsstreifen oder sowas. Für eine Autobahn ist so eine Auffahrt saugefährlich. Rotterdam, wir sollten uns mal so ein bisschen rechts halten, würde ich sagen. So sagen es erstmal die Schilder. Genau, wir hatten mal drüber gesprochen, auch über die Häfen. Rotterdam, Kiruna, Narvik, Eisenerz und so weiter und so fort. Und so diese ganze Mystik. Meine Mutter hat mal gesagt, wir hätten in unserem Leben mehr lügen und betrügen müssen, dann wären wir auch zu was gekommen. Ich glaube, so ganz Unrecht hat sie da nicht. Wenn man das so manchmal sieht, guckt euch doch diese Großkonzerne an. Ich meine, ich will jetzt mal keine Namen nennen, aber wenn man da so hier, da Schmiergelder, hier Schmiergelder und hier wurde was rausgezogen und da Schwarzgelder und, ne? Es ist doch so. Skandal, Deutsche Bank, VW, Aktien und das ganze Zeugs da, das ist. Öffentlich-rechtliche machen, was sie wollen. Rundfunksbeitrag. Gut, über den muss ich mich nicht nochmal auslassen, dann kriege ich Herzinfarkt oder so. So, aber liebe Leute, wir werden gleich, sobald wir wieder auf der Piste sind, und das Ganze läuft wieder ein bisschen geradeaus, werden wir wieder einen kleinen Cut machen. Wir sind nämlich schon wieder durch mit der Folge. Und in der nächsten Folge werden wir dann genießen, wie wir nach Rotterdam einfahren. Ich bin gespannt, wie sie da den Hafen gebaut haben. Da war ich auch schon ewig nicht mehr. Dann mal schauen, was wir von dort aus fahren. Vielleicht fahren wir nach Berlin. Aber in diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich freue mich, wenn ihr morgen früh in alter Frische und natürlich gesund wieder mit dabei seid, wieder zuschaut. Und ja, bleibt einfach gesund, Leute. Bis dahin. Bis morgen. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüssi.